Wir haben uns einen riesigen Traum erfüllt und uns einen Helikopter gekauft. In unserer Werkstatt haben wir den Heli komplett entkernt und dann ein richtig gemütliches Schlafzimmer reingebaut. Wie es zu diesem verrückten Projekt kam und warum wir das Ganze gemacht haben, erfahrt ihr in diesem Video. Wir haben eine Idee für ein richtig verrücktes Videoprojekt. Und zwar gucken wir uns heute einen Helikopter an, weil wir eventuell einen kaufen werden. Geil, oder? Wir wollen es jetzt umbauen, dass man da drin schlafen kann. Und ich glaube, wir kriegen da keinen 1,30er-Bett rein, nur 1,20 Meter. Müssen ein bisschen kuscheln. Johannes, die große Frage ist natürlich jetzt noch, wenn wir den Helikopter kaufen und bei uns hinstellen, so, was denken sich dann die Nachbarn? Ich glaube, bei uns sind die beruhigt, dass es nicht irgendwie ein Panzer ist oder so. Eine Woche später war es dann tatsächlich soweit. Bevor wir unseren Schrotthelikopter mitgenommen haben, durften wir eine Runde mit genau dem gleichen Modell mitfliegen. Es war echt eine unfassbar Hammer-Erfahrung, mit dem Heli zu fliegen. Übermütig wie wir waren, haben wir dann zu viert versucht, den Heli auf unseren Anhänger zu heben, woran wir allerdings gescheitert sind. Mit dem Gabelstapler hat es schließlich funktioniert und wir konnten den Heli endlich mit nach Hause nehmen. Das war die Geschichte, wie es zu dem Projekt kam. Wie wir den Heli entkernt und dann ausgebaut haben, könnt ihr euch auf unserem Hauptkanal angucken. Jetzt beantworten wir noch eure Fragen, die ihr rund um das Projekt hattet. Die meistgestellte Frage von euch war, wie viel hat der Helikopter gekostet? Wir haben jetzt insgesamt ungefähr 6.000 Euro dafür gezahlt, was echt ein guter Preis ist, allein von dem Schrottwert, von dem Alu, allem was da dran ist. Das Spannende ist ja auch, wie viel eigentlich so ein Helikopter neu kostet, weil 6.000 Euro klingt ja erstmal sehr viel für einen Schrotthelikopter. Der Helikopter, wenn man den so neu gekauft hätte, kostet ungefähr 1 Million. Da ist natürlich dann der Motor und alles drin. Aber ist schon krass, finde ich, für so einen kleinen Hubschrauber. Ich glaube auch gerade, weil die Turbine so viel wert ist, haben die vorher ausgebaut. Das heißt, wir können den so jetzt erstmal nicht zum Fliegen bringen. Das war auch eine Frage, die echt viele von euch gestellt haben. So, könnt ihr den Heli wieder zum Fliegen bringen? Ja, das geht natürlich nicht. Also ich glaube auch, die Frage war nicht ganz ernst gemeint. Also da müsste wieder ein Motor rein und so weiter. Aber der ist einfach viel zu alt schon. Und ab einem bestimmten Alter sollte man den nicht mehr fliegen. Ich denke, man würde es vielleicht hinkriegen, aber sicher wäre es auf jeden Fall nicht. Von daher sollten wir es eigentlich auch schon machen. Dann war noch die Frage, ob wir irgendwas anderes mit dem Helikopter vorhaben. Wir hatten mal überlegt, mit ihm auf den Campingplatz zu fahren. Ich glaube, das wäre super witzig, da die Reaktionen von den Leuten zu sehen. Und wir hatten auch noch mal vor, den an einen Kran zu hängen. Das haben wir allerdings bis jetzt noch nicht gemacht, weil ein Kran sehr teuer zu mieten ist. Aber an sich wäre das auch noch mal was, was mich extrem reizen würde, den Helikopter so einmal übers Haus fliegen zu lassen. Wäre schon sehr geil, wenn man da drin aufwacht, so in 30 Metern Höhe mit so einem richtig geilen Ausblick. Das war tatsächlich auch noch voll die gute Frage von euch, und zwar, wie schwer ist denn der Helikopter eigentlich? Und das Gute am Helikopter ist, dass der super leicht gebaut ist und so wiegt er jetzt ungefähr 700 Kilo, würde ich sagen. Stimmt das ja, ne? Ich glaube ungefähr 700 Kilo, ja. Also ja. Ich kann den easy zusammen mit Julius hochheben. Deswegen ist es mit dem Gabelstapler auch gar kein Problem, den Helikopter hochzuheben, was für uns natürlich ein riesen Vorteil war, weil wir den sonst auch gar nicht auf die Garage bekommen hätten. Wir haben den dann auch mit einfach, ich glaube bestimmt 8 Leute, haben wir den dann von den Rollbrettern aber auch wieder runtergekriegt. Wenn der noch schwerer wäre, wäre das echt unmöglich gewesen, den hier oben zu bewegen. Johannes, wie sind wir auf die Idee gekommen, den auf die Garage zu stellen? Ich glaube, wir haben einfach den krassesten Platz gesucht. So, ganz am Anfang hatten wir auch überlegt, den auf unsere Plattform, um aufs Haus zu stellen, da wo die Rutsche ist. Ich weiß nicht, ob das Dach dann noch mehr Gewicht aushält, wahrscheinlich eher nicht. Von daher, ich finde, die Garage bietet sich an. Und hier hat man einfach eine schöne Terrasse, so, man hat seinen eigenen Bereich, wenn man hier ist. Das ist echt eine nice Sache. Unsere Garage ist echt so viel schöner dadurch geworden. Vorher sah es richtig ranzig aus, aber jetzt hier mit der Terrasse, mit dem Geländer. Und wir haben die Garagentore noch richtig schön gestrichen. Das sieht richtig geil jetzt aus. Noch eine gute Frage ist auf jeden Fall, wie viele Leute hier reinpassen. Und ich würde mal sagen, das könnte man eigentlich mal ausprobieren. Nee, aber an sich ist der Hubschrauber ziemlich genau 1,25 Meter breit. Das heißt, ist schon kuschelig, wenn man da zu zweit drin ist. Man muss es schon ein bisschen gern haben. Aber sonst, ich denke, zu zweit kann man easy drin schlafen. Vorne haben wir auch 2 Sitzplätze. Ich glaube, mehr als 2 Leute wäre dann schon ein bisschen eng. Auch noch eine spannende Frage war, für was der Helikopter davor verwendet wurde. Der Helikopter war in der Ostsee und in der Wüste im Einsatz, um Menschen zu bergen. Und man kann hier auch den Sitz umklappen und hat dann so eine Liegefläche. Das zeigen wir euch jetzt gleich auch noch mal einmal. Und zwar haben wir das hier komplett umgebaut. Man kann hier dieses Rohr jetzt hochklappen. Das war vorher alles fest.
und dann den Sitz nach hinten klappen. Das habt ihr, glaube ich, gesehen, als ich da nach vorne gegangen bin. Und dann, das ist die Besonderheit, die der Hubschrauber hat, weil man hier früher eine Trage reinmachen konnte, kann man diesen Träger hier einfach nach außen rausziehen und dann hat man hier einen richtig schönen offenen Bereich. Was auch noch eine sehr naheliegende Frage ist, ist, wie wir auf die Idee gekommen sind, einen Heli auszubauen. Und ich glaube, dass das Ding vor allem war, dass wir halt den angeboten gekriegt haben und uns dann gedacht haben, wäre schon sehr, sehr geil, wenn der hier auf dem Gelände steht. Von daher war dann so die Idee, was machen wir da draus? Und den wieder zum Fliegen zu bringen, war natürlich die erste Idee, aber haben wir dann schnell gemerkt, ist nicht so einfach. Und dann war so die zweite Idee, da was rauszubauen, dass wir auch wirklich dann schlafen können, weil dann kannst du es auch wirklich nutzen. Bei dem Projekt war es uns super wichtig, dass ihr auch in dem Helikopter hier übernachten könnt. Und weil wir gar keine Ahnung davon haben, wie man so ein Erlebnis online stellt, sind wir dann auf Jochen Schweizer zugegangen und haben die gefragt, ob die das für uns möglich machen könnten. Und die meinten direkt, Jungs, das ist eine geile Idee, das passt auch zu uns. Und so ist das dann zustande gekommen. Dann war noch eine Frage, kann ich auch mal selber darin übernachten? Wir haben 10 Übernachtungen online gestellt, die waren leider alle direkt ausgebucht, was uns auch mega leid tut, weil wir eigentlich so vielen, wie es geht, auch dieses Erlebnis ermöglichen wollen. Wir haben jetzt nur für dieses Jahr die Termine online gestellt, auf der Seite von Jochen Schweizer, aber da wird es nächstes Jahr hoffentlich dann nochmal neue geben, oder? Ich denke auch, also wir wollen es jetzt erstmal ausprobieren, so. Ich weiß noch gar nicht, wie das klappt, wie zufrieden die Leute auch sind und wenn ihr sagt, ist mega geil und wir kriegen das irgendwie gut hin mit den ganzen Übernachtungen, dann gibt es da bestimmt noch neue Termine. Ja, ich glaube, eine richtig gute Frage ist auch, wie lange der Umbau gedauert hat, weil ich glaube, in dem Video sieht es echt so aus, wie als hätten wir so 3 Bretter zugeschnitten und da reingemacht, aber das hat insgesamt, haben wir 4 Wochen gebraucht tatsächlich, bis das hier alles fertig war, die ganzen Bretter anzupassen. Ich habe manche Bretter echt 3-mal gemacht, weil ich mich so oft vermessen habe. Ich habe am Ende auch gedacht, wäre echt cool gewesen, das noch mehr zu filmen, aber oftmals hatte ich das auch gemacht, wenn gerade keine Kamera da war oder ich hatte gar keinen Bock mehr, das zu filmen. Aber war auf jeden Fall echt gut viel Arbeit. Viele von euch haben uns auch noch gefragt, ob es eine Toilette im Helikopter gibt. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dass wenn sie hier übernachten, dass sie dann nicht aufs Klo gehen können. Und die Angst ist tatsächlich berechtigt. Also im Helikopter selber gibt es keine Toilette, da war jetzt kein Platz mehr dafür. Aber man kann natürlich bei uns ins Haus einfach reingehen und dann da auf die Toilette gehen. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann stelle ich euch auch gerne einen Eimer hier hoch, das ist kein Stress. Was auch noch einige gefragt hatten, war, ob der Heli gut isoliert ist, beziehungsweise ob man auch im Winter darin schlafen kann. Und das Ding ist, an sich ist er nicht wirklich gut isoliert, aber dadurch, dass der wirklich ziemlich klein ist, gar keinen Stress in den Heizlüfter zu heizen. Ich hatte auch in der Nacht, als ich da drin geschlafen hatte, morgens einen Heizlüfter reingestellt und es war direkt richtig warm, also das ist kein Problem. Die nächste Frage ist eigentlich auch voll die gute Anregung und zwar wurde gefragt, ob wir einen Kühlschrank im Helikopter haben, wo man so Getränke reinstellen kann, also quasi wie so eine kleine Minibar. Und aktuell haben wir noch keinen Kühlschrank drin, aber es ist voll die coole Idee. Also ich fände es auch voll Hammer, wenn man hier so eine kleine Bar drin hat. Ein paar Getränke, das wird schon sehr schön auch machen und gemütlich. Ja, ich glaube, man muss gucken, wo der reinpasst, weil du da drin echt nicht mehr viel Platz hast. Aber vielleicht könnte man hinten noch ein bisschen den Platz nutzen. Also bis jetzt geht es da noch tief rein, da ist einfach ein Regal. Vielleicht könnte man da einen kleinen Kühlschrank reinstellen. Wenn ihr noch Ideen habt, was wir alles in den Helikopter noch einbauen können, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer über eure Anregungen. Dann hoffe ich mal, dass wir alle eure Fragen beantwortet haben. Wenn ihr euch den Heli jetzt mal live anschauen wollt, dann könnt ihr auch gerne bei den Geländeführungen vorbeischauen. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.